Weiter geht's weiter in unserer munteren Reise durch Wysteria. Ich musste mich kurz nach der Welt überlegen. Hey Erisch, du siehst ja hier meine kleine Gerümpelbude, ne? Ja, die ist definitiv eher vorgestellt. Lauf mal hier, da, also genau gegen diese Wand. Lauf da mal hin. Den hier Schreibtisch. Rein? Ja, genau. Ja, und jetzt versuch mal wieder rauszukommen. Ah. Ja, da komme ich nicht mal raus, aber auf diese Schriftrolle tritt. Habe ich gut gebaut, ne? Hier eine Karte auf dem Boden rum. Mann, also, ich sollte Architekt werden. Das ist hier grundsolide. Oh, Trick 17. Voll best gefällt mir diese Wand, die hier so mitten im Raum steht. Naja, ich würde sagen, wir brechen wieder nach Wysteria auf. Das wollte ich nur mal kurz vorführen, was ich hier so gut eingerichtet habe. Erisch? Ja. Ich hoffe, es hat dir gefallen, eingeklemmt zu sein. Auf jeden Fall, ich liebe es. Apropos, zum Thema ich liebe es. Nein. Sag es ja nicht. Was? Was dachtest du, habe ich vor? Moment mal. Mit uns Geschichten. Nein. Alles gut. Gut aufgepasst, Erisch. Nein. Oh mein Gott, der Werbeslogan. Wie du weißt, ich bin ja jetzt in der Grundschule, genau wie du, ne? Ja. Und jetzt habe ich ein bisschen Eindruck, ich hatte jetzt sogar schon meinen Lehrerbesuch. Und weißt du, was mir der Lehrer tatsächlich sagte? Dass ich in der Grundschule viel authentischer bin im Umgang mit den älteren Kindern und viel mehr ich selbst bin. Also er sagte, ich bin viel mehr Nick im Umgang mit den größeren Kindern als damals im U3-Bereich. Fand ich schon richtig gut zu hören, weil ich hatte auch selbst so für mich gemerkt, dass mir es viel besser gefällt als der Kindergarten. Ich bin jetzt wieder so richtig motiviert zu arbeiten. Weil, du erinnerst dich, Kindergarten war nicht so, habe ich so, glaube ich, so eine Business-Tour-Folge gemacht in der ersten Staffel, meine ich, war es noch? Nee, zweite. Nee, zweite. Muss ja zweite sein. Genau, wo ich mich die ganze Zeit über den Kindergarten beklagt habe. Ja, und, ich glaube, die Grundschule ist was für mich. Also, weil es da Vollzeitstellen gibt, soll es ja geben, ab in 5, 6 Jahren, würde ich das durchaus machen. Die Altersklasse gefällt mir echt gut. Wie sieht's bei dir aus, Erik? Gefällt sie dir auch? Du warst ja auch jetzt in beiden Bereichen. Was findest du persönlich besser? Ich mache da eigentlich auch tatsächlich die 5- bis 6-Jährigen, glaube ich, lieber. Also, ich sag mal so, im Kindergarten kann ich mir besser klar bei den 5- bis 6-Jährigen als bei den 3- bis 4-Jährigen. Okay. Also, und jetzt in der Grundschule, wie sieht's da aus? Doch, natürlich. Okay. Ist ja das Alter. Ja, okay. Ja, nee, 6 bis 10 ist das. Ja, okay. Nee, in meinem Fall ist es halt immer erstes Jahr gewesen, das ist 5 bis 6. Ah, okay. Nee, ich bin in der 3. Klasse. Ah. Eine Einkaufsliste von Professor Braus? Ach ja, wir sind ja wegen der Blättermission hier. Bitte schön. Hier ist alles, worum er gebeten hat. Ich schicke ihm dann die Rechnung. Naja, ich werde ja auch nichts bezahlen. So, das sehe ich nicht ein. Ich habe schon die Blätter besorgt. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich echt zahlen genug, oder? Ja. Das kostet so, halt einfach viel zu viele Nerven. Erisch? Da muss ja doch Geld kosten, ja? Oh mein Gott, warum war der Junge wie die schon oben? Keine Sorge, ich habe gleich noch eine legendäre Geschichte zu meinem Lehrerbesuch, aber jetzt erstmal machen wir hier die Schnackmission. Dann, wenn wir in einem Kämpfchen sind, dann ist das gut erzählt zu so einem Tässchen Kaffee. Lass mich die Liste mal Bier. Hast du nicht hier oben stehen? Ach ja, ich Prost. Denke, das habe ich alles da. So, ach ja, Begonia, das ist ja nett. Grüße, Professor Braus von mir, ja? Ich werde ihm keinen einzigen Gruß ausrichten, das sehe ich nicht ein. Ich kann die Rechnung hin und sage, zahl, Alter! Schönen Tag wünsche ich Ihnen. Ich hatte auf einmal so ein Bild von einem Zauberer vor meinem inneren Auge, der Blätter aushustet. Die haben ihren Kartentrick, dass sie so Karten ausspucken. Ich habe mir das gerade mit Blättern vorgestellt. Ah, okay. Boah, das ist ja unpraktisch, wenn sich so ein Zauberdrama verschluckt. Du hast alle würden denken, es zählt zur Show. Das ist entzückend. Kann man sich an einem Blätter verschlucken? Das ist doch auch nur so... Klar. Klar, ich hab mich an einem Kalamari verschluckt, das ist auch dünn und flutschig. Ja, aber... Und bin fast erstickt.
die du mir von Frau Mondweit und Frau Waldwärts besorgt hast. Weißt du was? Sind wir bereit für den entscheidenden einfach keine Kalamari essen. Ja. Das ist ein Tipp von mir. Mach ich auch nicht mehr. Mach ich sowieso nicht gerne. Ich fand die echt immer ganz lecker. Damit sollten die grünen Männer geschickt und dann kann das Trauma. Ja. Alles änderte sich. Jetzt traue ich mich nicht mehr, die zu essen. Ohne Witz traue ich echt nicht mehr. Das hat mich wirklich traumatisiert, dass mir der im Hals stecken geblieben ist, ich fast erstickt bin. Und Jessie und Nicole haben mich angesehen und die dachten einfach, mir ist gerade schlecht oder so. Der Typ vom Nachbartisch hat viel eher gemerkt, dass ich gerade am Ersticken bin. Der kam rübergelaufen, hat mir ordentlich auf den Rücken gehauen. Und Jessie und Nicole stehen da. Ach ja, wir kommen nicht rein, das habe ich mir ja... Ach, ich bin schlau. Ich habe mir die Position markiert. Mann, Vergangenheitsnick, du hast echt mitgedacht. Ja, im Stinkrautweg. Warte, wir kommen immer noch nicht da rein? Ja, richtig. Du gießt den Inhalt der Flasche von Professor Braus in den Ich weiß Rund. Nicht. Das Wasser wird wieder klar. Wahrscheinlich, weil wir storymäßig... Ach, jetzt muss ich hier warten. Weil wir storymäßig hier noch nicht offiziell dürfen. Wir wurden nur einmal kurz reingeschmuggelt. Okay. Ja. So, ich habe hier markiert, keine Sorge, Erisch. Ich denke hier mit. Ich weiß, wo ich markiert bin. Auch mit gedacht. Better Deus. Komm her. Oh mein Gott, Erisch, die Parameter, wenn du das schon machst, die kürze ich gerne ab. Ich stand schon quasi vor der Schule an, nee, da muss ich abkürzen. Oh, Erisch, welch eine Wohlfahrt hier. Wir haben die Sache bereinigt, so gut wir es vermochten. Vielen Dank für deine... Sag mir bitte, du bist fertig. Ja, ja. Nick, so, ich habe gesehen, Frau Herzwert hat es geschafft. Ja. Gott sei Dank. Zu Ende. Oh Gott, wird auch mal Zeit. Frau Herzweit, ja. Was geht denn bei Ihnen ab? Jetzt kann man das hier noch genießen gehen, weißt du? Ja, eben. So, hallo, junge Dame. Ich würde gerne um einen Gefallen bitten. Junge Dame? Ich meine, für Willi ist jeder jung. Das stimmt. Mir wurde zugetragen, dass Nalia Sandlauf und Randolf Zauberschein miteinander im Clinch liegen. Das muss aufhören. Randolf legt sich mit Nalia an, finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, weißt du was? Da sehe ich die beiden irgendwie total. Mit ihnen sprechen und herausfinden, ja, so wie zwei Leute, die in Streit geraten könnten. Du es lösen kannst. Ich meine, die beiden sind wie wir beide, Erisch. Du bist mehr so die Nalia und ich mehr der Randolph. Ich bin so der Drecksack und du bist so... Nalia. Ja, was ist denn nicht Nalia? Irgendwie... Ich meine, sie hat doch fast deinen Nachnamen. Sie ist Nalia Sandhoff, du bist Tim Sandloy-Fair. Also... Oh mein Gott, stimmt. Vielleicht, wer weiß, vielleicht... Ich weiß, bin Team Randolph. Ich bin ja auch unglaublich katzenfreundlich. Vielleicht ist ja eine entfernte Verwandte von mir, wer weiß. Oh Gott. Das wär's ja. So, na ja. Dann lüg mir mal eins zurecht. Randolph hat nichts getan. Randolph? Ich werde dir sagen, was los ist. Nein, nichts. Er hat mich gefragt, ob ich mir gerne den Schlingkrautweg ansehen möchte. Und dann hat er mich dort im Stich gelassen. Dieser Lump. Ich habe sogar meinen Zauberstab verloren. Grüne Männer. Ach, stimmt, da haben wir aufgesammelt für sie wieder. Baumwesen haben mich bedroht. Er hat es nicht mal für nötig gehalten, mir Hilfe zu schicken. Ich bin gerade so davongekommen. Das tut mir ja leid zu hören, Nalia. Wenn er sich bei mir entschuldigt und es ihm aufrichtig leid tut, will ich aber mal nicht so sein. Naja, Randolph, du weißt, was du zu tun hast, ne? Tritt nach! Oh, das? Ich dachte, sie kann auf sich selbst aufpassen. Aber enttäuscht dich nicht. Wenn ihr so viel bedeutet, dann sollte ich mich wirklich entschuldigen. Ja, er will hier ja nichts riskieren, ne? Also macht er auch mal eine halbherzige Entschuldigung. Na schön, ich sag, es tut mir leid. Nein, das muss ehrlich klingen. Etwa so. Es tut mir leid. 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 Gut, das letzte war's. Randolph sagt, dass er sich entschuldigen wird? Gut so. Ich werde sogar nett zu ihm sein. Ja, wenn du meinst. Aber falls wir uns beim Duell gegenübertreten sollten, dann mache ich ihn fertig. Dazu wird's nicht kommen. Ich werde dich rausschmeißen, Nalia. Ich meine, ja, wir wissen ja schon, dass das unsere nächste Kontrahentin ist. Unsympathisch, die Frau. Okay, Erisch. Ja? Ich glaube, so schnell kommen wir zu keiner Kampfmission. Ich will aber, mir brennt es unter den Fingern, dass ich die Geschichte erzähle. Vielleicht ist es ja auch ganz passend. Nee, meine Geschichte, die ich erzählen möchte. Vielleicht ist es ja ganz passend, weil Hans Christian dabei aussieht. Aber erst mal sprechen wir mit der guten Frau. Nalia ist auch im Kampf. Der Streit ist begraben. Sie gehen wieder so, die Quest habe ich noch nicht.
Ehrlich, nicht? Die Kinder heutzutage. Ich dachte, sie mögen sich. Naja, dachte ich auch. Okay, auf Weg zu Leutnant Hakenschlag erzähle ich es dann mal. Ich hatte meinen Lehrerbesuch und der Mann kennt mich schon ziemlich gut. Mein PA hatte auch gestaunt, wie locker mein Lehrer und ich miteinander reden. Naja, dann sagt er mir tatsächlich nach meiner Vorstellung von meinem Angebot. Also Nick, manchmal gucke ich dich an und frage mich echt, wo du gerade so mit deinen Gedanken bist. Da kommt immer wieder dieses scheiße Nilpferd in den Kopf. Er guckt mich an und muss an kackende Nilpferde denken. Ist das nicht geil, Erik? Und das Beste ist, ich hatte dabei gerade wirklich einen seltsamen Gedankengang, deswegen musste ich umso mehr lachen. Und was mit dieser Folie? Hast du immer einen? Ja, aber dass mein Lehrer sowas schon weiß, er guckt mich an und denkt so, der denkt doch schon wieder an was Seltsames, der Junge. Aber ich habe bei meinem Angebot richtig gut abgeschnitten. War alles tipptopp. Aber der Lehrer meint mir, auf ein 1 kann ich es niemals schaffen, wenn ich weiterhin bei meiner Word-Bearbeitung so schlecht bleibe. So inhaltlich hat er gesagt, bin ich viel besser als andere, aber die Darstellungsleistung ist bei mir so miserabel bei Word. Ich schreibe halt gefühlt alles in Fließtext und das stört den Mann ein bisschen. Nein, keine Reaktion, Erik. Bist du eingeschlafen wie dein Charakter gerade? Ja. Nein, ich bin gerade dabei, zu schauen, ob ich es hinbekomme, mit Dieter Fohlen gerade zu stehen durch der Ranke. Ja, es sieht bei mir sehr besonders seltsam aus, wenn du es sehen würdest, Erik. Okay, Herr Hakenschlag, schießen Sie mal los. Du hast ihn gefunden. Gute Arbeit. Ah, danke schön. Dankeschön. Ich bin mir sicher, Nalia will ihn rasch wieder haben. Auf zu Nalia! Oh, Erich, mir wurde von einer kleinen Sechsjährigen ihr Freundesbuch gegeben. Richtig süß. Aber es fällt vielleicht ein bisschen auf, dass ich kein wirklicher Buchfreund bin und ich nicht viele Bücher kenne. Bei Freundesbüchern steht ja immer auch noch mein Lieblingsbuch. Und ich wusste nicht, was ich da hinschreiben soll. Also dachte ich, komm, bin ich lustig. Ich habe da eben geschrieben, Emmas Freundebuch mit einem lächelnden Smiley. Ah! Komm, ich würde sagen, ich habe mich schlau aus der Situation gerettet. Erik? Erik? Ja. Ich weiß nicht so recht, ob das... was auch immer. Erik, warum bist du heute so null kommunikativ? Was ist denn hier los? Gute Frage. Aber es hatte die Sache... keine Ahnung, was ich... auch wenn ich... Wenn ich nicht wüsste, würde ich einfach rauslassen, die Stelle. Wenn du halt kein Lieblingsbuch hast, dann würde ich es einfach nicht reinschreiben, glaube ich. Naja, ich fand meine Antwort ziemlich gut. Wird sich ein paar ja drüber freuen, sich zu denken, ah, das war lustiger. Wer war es nochmal? Ja, genau. Ja, ist so, mein Gott, ich bin OGS-Mitarbeiter, den vergisst man mit der Zeit. Ist halt echt so, ja. Ja? Du wirst halt irgendwann einfach vergessen, so gerade von kleinen Kindern. Wobei. Richtig. Die Sex. Ach, die Sex, stimmt ja. Meinst du nicht vorne noch dritte Klasse? Ja, bei den OGS sind doch alle. Also 8 oder 9? Ich bin über den Schulalltag stimmt. In der dritten, aber in der OGS sind ja alle. Okay, das ist klar. Vor allem die Hausaufgabenbetreuung, die finde ich persönlich am besten. Denn dann sitze ich da wie so ein Lehrer, kann korrigieren, erkläre manchmal Dinge. Das finde ich voll super. Ich habe ja auch meinen Kunstunterricht übernommen. Tatsächlich. Ich habe Kunstunterricht. Alleine. Oh Gott. Die hat 3 Schüler, musste halt zur Schulleiterin. Die hatte halt gerade ihre Kunstklasse. Naja, und dann meinte sie so zu mir, ja, Nick, kannst du mal eben für mich den Unterricht übernehmen? Und statt nur mal eben 5 Minuten, habe ich die ganze Stunde da gemacht. Alleine. Warum? Weil sie nicht wiederkam. Und dann habe ich die da unterrichtet. Und dann waren sie super schnell mit ihrer Aufgabe fertig. Dann war ich so, Kinder, guckt mal aus dem Fenster. Was seht ihr da alles? Haben sie mir so die herbstlichen Dinge beschrieben, die Herbstfarben. Und dann so, ja, welche Tiere leben denn jetzt hier auch so im Herbst? Und dann habe ich ihr gesagt, dann malt mal ein Bild mit einem Herbsttier und schön herbstlichen Farben. Fanden sie voll gut. Und die Lehrerin meinte nachher auch so, wow, dass du darauf einfach so gekommen bist. Voll improvisiert, aber war gut. Die hatten richtig Spaß, die haben mich voll genommen. Das ist halt so eine Sache, die ich wahrscheinlich nicht trauen würde, sowas zu improvisieren. Doch, klar. Sonst würden sie da sitzen und auf die Bänke gehen, wenn du nichts machst. Ja, ich weiß, aber... Wenn da die ganze Zeit so wärst, ja, kommt, wir warten jetzt auf eure Kunstlehrerin. Die werden unruhig. Die sind 6. Das stimmt. Ja, klar. Die wollen was machen. Mhm.
Okay, ich schnack die ganze Zeit, aber ich will ja mit Naya auch schnacken. Nein, will ich eigentlich nicht, aber... Der Hedge-Aldi dieser Welt, sage ich nur. Mein Zauberstab! Das bist du. Ich war schon außer mir vor Sorge. Tausend Dank. Nun, wo mein Zauberstab wieder da ist, bin ich bereit für unser Duell. Bitte richte Meister Glanzelot aus, dass ich schon auf dem Weg bin. Sie ist bereit fürs Duell. Ich mach dich kalt, Nalia. In der Halle des Spukgeistes. Ich würde sagen, Erik, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Hab ich schon zu viel gemacht in der Folge noch nicht, oder? Boah, doch. Ja. Nee, niemals. Ja, gut, von mir aus ist der Folgenabschluss. Geht noch. Ihr könnt euch bei Erik bedanken. Ich hätte die Folge jetzt beendet. Am Ende ist es so Minute 12 erst oder so. Ja, denke ich halt aus. Die Folge ist nicht so lang. Ha. Also ich habe schon einiges erzählt, so von meinem Gefühl her. Naja. Wer werden wir dann sehen, Erisch? Oh, Erisch. Das heißt, wir machen Naya ein für alle Mal kalt. Folge 22, da stirbt sie. Ja, die anderen, die lassen noch lebend davon. Ah, Naya bringe ich um. Ja, sicherlich, sie wird definitiv sterben, Nick. Das denke ich auch. Ich mach sie kalt. Mit ihrer Anwesenheit, ja? Ich bin bereit dafür, sie umzubringen. Danke für auch so eine Sportskanone. Meine scheue Willi doch mal an. Ein wahrer Prachtkerl. Begib dich zur Halle des Spukgeistes und zeige ihr, was du drauf hast. Auf zu Nalia Sandlauf. Ugh. Hey, Erisch? Erisch? Hey, Nick. Guten Kampf wünsche ich dir. Wünsche ich dir auch. Ich möchte dir noch einmal dafür danken, dass du meinen Zauberstab. Oh ja, bitte, Margret. Allerdings. Ich mache jetzt kalt. Deshalb bei unserem Kampf noch lange nicht schonen. Jetzt was ich mich gerade frage. Was denn? Im Kampf zwischen Naya und Randolph. Wer wäre eigentlich wirklich da die Person, die es gewinnen würde? Definitiv Randolph. Ja? Mhm. Hat er mehr Leben als sie? Auch, glaube ich. Und der Mann ist ja so ein kleiner Spezialist, wenn du weißt, was ich meine. Oh, sie schützt sich. Naja, unsympathisch. Ja, sie ist halt Eis, ne? Das ist auch noch so eine Sache. Weg mit dem Turmschild. Ja, Randolph ist unbezwingbar. Ich hol erstmal den guten alten, die gute alte Amanda raus. Finde ich gut. Nee, ich bin bisher noch alleine. Oha, wo ist der? Na, nee, der kann nicht beisteuern. Das ist ein Duell zwischen der verdammten Nalia und mir. Na dann. Wenn es so eng siehst. Ja. Ich finde die Venue übrigens überaus gruselig, möchte ich mal anmerken. Hast du die mal angeguckt? Es hat die Halle des Spukgeistes, also kein Wunder. Erik, warum wird es hier so gruselig? Ich dachte, Nalia wäre hier das Gruseligste im Raum, aber die Wände? Oh. Weißt du, was traurig ist? Ha. Stell dir vor, du hast Angst vor Wänden. Willi ist Van Phobiker. Ja. Okay, Willi. Interessant. Und irgendwie ein bisschen belastend. Ja, der Herr Eisenhain, damals als ich jung war, da gab es auch gar keine Wände, Erisch. Wände gibt es schon seit tausenden von Jahren. Ja, kannst du ja mal sein Alter ausrechnen. Ich meine, dieser neue moderne Schnickschnack. Ich weiß nicht, 10.000 Jahre oder sowas in die Richtung? Sie kriegt übrigens einen unwürdigen Tod mit einem Strahl. Brenne! Strahlst du aber an mit deinem schönsten Lächeln? Ich schulde dir etwas. Mhm. Oder schlecht. Du warst mir gegenüber stets höflich und hilfreich. Ich habe ziemlich strahlendes Lächeln. Mich doch in einem fairen Kampf eindeutig geschlagen. Ja, du warst auch kein Gegnerin für mich, Nalia. Sage Meister Glanzelot, dass du als Sieger aus dieser Begegnung hast. Mir lebt sie noch, aber auch nur deswegen, weil ja. Ach, jetzt willst du mich unterstützen? Ich finde vielleicht keinen Zauber. Randolph ist im Finale gegen uns, Erisch. Wird auch platt gemacht. Oh, endlich ein Urteil. Okay, Nalia. Jetzt ist leider die Zeit gekommen. Die Zuschauer sind weg und niemand wird sehen, was hier jetzt noch abgeht. Hey, Erisch? Erisch? Ja. Ich habe eine Pastete gemacht, falls du etwas davon möchtest. Sie steht hier. Ja, jetzt lieber im Boden versunken. Erisch, hier wo früher der Pokal stand, habe ich eine Fleischpastete hingestellt. Kannst gern von kosten, wenn du willst. Nee, danke. Ich mache Katzenfleisch. Oh, weißt du das?
Ich weiß genau, was du Nadia anschauen möchtest. Die arme Frau. Hey, wir haben gewonnen, Benedikt. Du hast gute Chancen zu gewinnen. Ja, danke, ich habe alle Teilnehmer im Auge behalten und du gehörst zu den wenigen, die bislang nicht besiegt werden konnten. Ja, was, sonst wäre ich wohl auch raus. Die Schulleiterin Knister hat noch ein paar Dinge mit dir zu klären. Könnte man so sagen, ja. Sich um die Wiederbeschaffung des Pokals drehen. Okay, dankeschön, Herr Glanzelot. Und in diesem Sinne würde ich sagen, übernimmt der werte alte Herr hier die Verabschiedung. Und ich gucke so lange dieses glückliche, aber leicht verängstigte... Das ist eigentlich nur verängstigt. Das ist nicht glücklich, dieses Schwein. Das ist nicht glücklich. Das ist nur verängstigt. Ich dachte erst, es ist ein Lächeln, aber es hat Angst. Naja, doch, es kann auch glücklich sein. Kommt aus der Perspektive an. Ich glaube, es war ein Psycho, dieses Schwein. Nee, der Psycho ist daneben. James. Ja, ich hoffe, ihr habt alle Spaß in der Folge. Und schaltet bald wieder ein, wenn es wieder heißt, wer ist mehr Psycho? Nick oder dieses Schweinchen? Seid gespannt. Tschüss. Die Antwort kennen wir auch alle.